Die Nachbarin, die ist gerade auf dem stillen Örtchen, als es gewaltig knallt. Erschrocken schaut sie nach, was passiert ist. Dass die Scheibe nämlich vom Flur kaputt ist, sieht sie gleich. Das ist allerdings ein relativ kleiner Schaden im Vergleich zum Nachbargebäude, wo nämlich die riesige Druckwelle ganze Wände weggerissen hat. Jetzt müssen Statiker sogar prüfen, ob das Gebäude in Schellatten im Kreis Hildesheim künftig überhaupt noch bewohnbar ist. Sie können es kaum fassen. Geschockt stehen Anwohner eines Wohngebietes in Schellatten, einem kleinen Dorf bei Hannover, vor einem einsturzgefährdeten Haus. Minuten zuvor hat es hier einen lauten Knall gegeben. Im Anbau des Einfamilienhauses kam es zu einer Explosion, die das Gebäude nahezu zerstört. Sieht relativ nach einem großen Trümmerfeld aus. Die Gebäudeteile sind teilweise 20 Meter geflogen. Hat wohl auch eine riesen Druckwelle gegeben, die im ganzen Dorf zu hören war. In den Nachbargebäuden sind teilweise die Fenster geborsten, aus ihren Angeln gerissen. Ja, Personen waren keine im Gebäude, glücklicherweise. Auch im näheren Umfeld haben sich keine Personen befunden. Und insofern haben wir keinen Personenschaden und für alle mehr oder weniger Glück im Unglück. Eine ganze Hauswand wird hier bei der Explosion herausgerissen. Trümmerteile fliegen umher, beschädigen Autos und sogar das Nachbarhaus. Die Nachbarin ist geschockt. Ihr Garten gleicht einem Trümmerfeld. Ich war unten im Keller auf Toilette. Und dann gab es eben halt diesen Knall, dass alles gewackelt hat. Ich bin die Treppe hoch, habe da gesehen, dass eben halt bei uns die Scheibe vom Vorflur kaputt ist, habe nach drüben geguckt und gesehen, dass eben halt bei den Nachbarn der Anbau nichts mehr, also die Wände weg gewesen sind. Der Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Das Haus ist, wie es heißt, nicht mehr bewohnbar. Wie es zur Explosion kam, ist bisher noch nicht geklärt. Die Feuerwehr vermutet, dass sich im Anbau Gas aus einer Gasflasche an einem elektrischen Funken entzündet haben könnte. Brandspezialisten der Polizei sind jetzt im Einsatz, suchen nach der Ursache.